Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von einem Synology-NAS-Gerät Modell DS415+ wiederherstellen können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Dateien aus dem Netzwerk PapierCorp abrufen und den PapierCorp aktivieren können. Sie erfahren, wie Sie Dateien von nicht funktionsfähigen NAS-Festplatten abrufen und Daten nach einer fehlgeschlagenen Übertragung von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät wiederherstellen können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie ein abgestürztes RAID-Array wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. NAS ist ein Server, mit dem Sie die Speicherung Ihrer Informationen organisieren und über das Netzwerk damit interagieren können. RAID-Arrays auf NAS-Basis sind sehr beliebt. Da dieses NAS eine ökonomische, zuverlässige und leicht zugängliche Speicherlösung für kleine Unternehmen und Privatpersonen darstellt. Aber wie jedes andere Gerät zum Organisieren der Informationsspeicherung und Konfiguration von RAID-Arrays, sie sind anfällig für Fehler und menschliches Versagen. Versehentliches Löschen, Hard- und Softwarefehler, Fehlkonfiguration und so weiter können zum Verlust wichtiger Informationen führen. Dies hängt nicht von RAID-Level ab, auf dem der Speicher organisiert ist. Als Folge eines NAS-Ausfalls bietet das NAS keinen Zugriff mehr auf den Speicher. Um Informationen vom NAS abzurufen, benötigen Sie daher eine spezielle Wiederherstellungssoftware. Um im Falle eines versehentlichen Löschens können Sie versuchen, Dateien aus dem Netzwerk PapierCorp wiederherzustellen. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie das geht. Betrachten wir zunächst das versehentliche Löschen. Wenn Ihr NAS funktioniert und ein Netzlaufwerk verfügbar ist, diese aber versehentlich Daten vor dem Laufwerk gelöscht haben, können Sie versuchen, diese über den PapierCorp wiederherzustellen. Prüfen Sie zunächst, ob diese Funktion auf Ihrem Gerät von den Ordnern, aus dem die Daten gelöscht werden, aktiviert ist. Um dies zu überprüfen, öffnen Sie Systemsteuerung, gemeinsame Ordner, suchen Sie die gemischten Ordner, markieren Sie ihn und klicken Sie auf Bearbeiten. Es sollte ein Häkchen neben der Option PapierCorp aktivieren sein. Wenn diese Option aktiviert ist, öffnen Sie den Dateimanager Ihres NAS-Geräts, gehen Sie zum Ordner PapierCorp, suchen Sie die versehentlich gelöschte Datei. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Herunterladen. Oder kopieren, verschieben und geben Sie das Verzeichnis an, in dem sie gespeichert werden soll. Okay. Wechseln Sie danach in den angegebenen Ordner und prüfen Sie, ob die Datei vorhanden ist. So können Sie eine versehentlich gelöschte Datei aus dem NAS-PapierCorp wiederherstellen. Wenn die PapierCorp-Funktion für den Ordner vor dem Löschen der Daten deaktiviert wurde, müssen Sie eine spezielle Datenreinigungssoftware verwenden, um die Daten wiederherzustellen. Hetman RAID Recovery kann helfen, dieses Problem zu lösen. Entfernen Sie dieses Laufwerk aus dem NAS-Gerät und anschließen Sie sie an einen Linux-Computer an. Starten Sie das Programm, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk mit den gelöschten Dateien und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie einen Analyse-Typ und warten Sie, bis sie fertig ist.
Öffnen Sie die gefundene Partition. Die gelöschten Dateien werden wie folgt markiert. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Informationen gelöscht wurden. Suchen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten. Wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Ordner an, in dem Sie sie speichern möchten, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Damit ist der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen. Im Falle eines Hardware- oder Softwarefehlers, einer NAS-Fehlkonfiguration, einer fehlgeschlagenen Datenübertragung oder einer anderen Situation, in der ein NAS-Laufwerk unzugänglich ist oder ein RAID-Array beschädigt ist, sollten Sie die Laufwerke ebenfalls entfernen und an den Windows-PC anschließen. Nach dem Start baut die Software das gestörte RAID automatisch aus den Laufwerken wieder auf. Wenn Sie nach dem Hochfahren aufgefordert werden, die Laufwerke zu initialisieren, akzeptieren Sie dies bitte nicht, da die dadurch überschrieben werden können. Hetman RAID Recovery ist eine umfassende NAS-Datenwiederherstellungslösung, die Ihnen auf vielfältige Weise bei der Wiederherstellung von Dateien hilft. Die Software unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, einschließlich NAS-Systeme, und findet die für die Wiederherstellung benötigten Informationen, wie zum Beispiel den Anfangssektor des RAID, die Blockgröße, die Anzahl und die Reifenfolge der Festplatten. Das Tool enthält ein vorschriftliches automatisches Scan-Modul, das dafür auslegend ist, NAS-Daten in einer Vielzahl von Datenverlust-Szenarien zu erkennen und wiederherzustellen. Dank des automatischen Scan-Mechanismus kann das Dienstprogramm die Laufwerke, subtrahiert Serviceinformationen von ihnen und baut das ausgefallene RAID wieder zusammen. Die RAID-Informationen werden unten angezeigt und Sie sollten überprüfen, ob die Software sie richtig erkannt hat. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger, öffnen. Wählen Sie Art der Analyse und starten Sie den Scan-Vorgang. Die Software analysiert die Laufwerke und zeigt nach Abschluss den Inhalt an. Wie Sie sehen können, hat das Programm alle Daten gefunden, die sich auf den Festplatten im RAID befanden. Markieren Sie die, die Sie wiederherstellen möchten. Und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, befinden sich diese Dateien im angegebenen Ordner. Schauen wir uns nun an, wie Sie das Synology-Hybrid-RAID wiederherstellen können. Synology-Hybrid-RAID ist ein automatisiertes RAID-Verwaltungssystem, das entwickelt wurde, um die Speicherverwaltung zu vereinfachen und die Bedürfnisse von neuen Benutzern zu erfüllen, die mit RAID-Typen unbekannt sind. Hybrid-RAID kann Festplatten unterschiedlichen Größen kombinieren, um ein Volumen mit optimaler Kapazität und Leistung zu erstellen. Dies verbraucht weniger Speicherplatz und macht die Speicherung selbst flexibler. Wenn genügend Festplatten vorhanden sind, bietet dieser RAID-Typ eine Redundanz von einer oder zwei Festplatten. Das bedeutet, dass das Volumen dieses RAID-Typs sicherstellt, dass die Informationen verfügbar sind und erhalten bleiben, wenn eine oder zwei Festplatten ausfallen. Dieser RAID-Typ hat eine eigene Speicherstruktur, die nur wenige Datenrettungssoftware unterstützt. Hetman RAID Recovery unterstützt die Wiederherstellung von dieser Art von RAID. Um die Laufwerke wiederherzustellen, entfernen Sie sie aus dem NAS-Gerät und schließen Sie sie an die Hauptplatine eines Windows-PC an. Unmittelbar nach dem Start des Programms werden Sie sehen, dass es den Hybrid-RAID-Typ automatisch erkannt hat und alle Informationen über das befreundete RAID korrekt anzeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Array, um es zu öffnen, wählen Sie Art der Analyse, führen Sie sie aus und warten Sie, bis der Prozess angeschlossen ist. Sie sehen können, sind alle Informationen, die auf dem Laufwerk vorhanden sind, für die Wiederherstellung verfügbar. Sogar gelöschte Dateien werden markiert und es in einer Vorschau der Dateien verfügbar. Was großartig ist, um Fotos, Videos oder Dokumente zu finden, die Sie suchen. Wählen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Dann wählen Sie den Pfad, in dem die Dateien gespeichert werden sollen.
Je nach Art der RAIDs ist die Software sogar in der Lage, Daten auf einem RAID ohne eine oder mehrere fehlende Festplatten zurückzugeben. Bei NAS-Geräten werden RAIDs in mehrere Arten von RAID mit Betriebssystem von RAID mit Daten unterteilt. RAID mit Betriebssystem bedeutet, dass ein Betriebssystem auf dem Disk Array installiert ist, um die NAS-Daten zu verwalten. Von Daten-RAID spricht man, wenn nur die Informationen auf dem Festplatten-Array gespeichert sind und das Betriebssystem auf einem separaten Laufwerk installiert ist. Hetman RAID Recovery unterstützt beide Arten von Arrays, sodass sie das Betriebssystemlaufwerk des Geräts und ein zweites Datenlaufwerk sein werden. Wenn ein Datenträger beschädigt ist oder Serviceinformationen überschrieben wurden, können Sie möglicherweise nicht automatisch ein RAID aufbauen. Wenn Sie die Parameter des beschädigten Arrays kennen, können Sie dies mit RAID-Konstruktor manuell durchführen. Öffnen Sie den Konstruktor, wählen Sie hier manuell erstellen, geben Sie dann alle bekannten Informationen über Ihr Array an, RAID-Typ, Reihenfolge und Größe der Blöcke. Fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen es zusammengesetzt wurde, und geben Sie deren Reihenfolge mit den Pfeilen an. Füllen Sie die Pfeilen durch einen Klick auf das Pluszeichen aus. Im Allgemeinen hat ein ordnungsgemäß gemountetes RAID mindestens eine Partition. Erwarten Sie sie, um nach dem erforderlichen Ordner zu suchen. Wenn in den Ordnerdateien angezeigt werden, wurde das RAID korrekt aufgebaut. Wenn die Parameter korrekt sind, klicken Sie auf Hinzufügen und das RAID wird in Datenträgermanager angezeigt. Um Daten wiederherzustellen, analysieren Sie das neue hinzugefügte Array. Suchen Sie nach den benötigten Dateien. Wählen Sie sie aus und stellen Sie sie wieder her. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.